So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich bin der Tovarok und mit dabei ist der Kuga. Hallöchen. Und wir haben wieder Ausdauer. Und der Zoo war sowas von gelogen. Ich habe nämlich keine Ausdauer. Oh. Er hat gesagt, wir sind erst wieder da, wenn wir Ausdauer haben. Ach, stimmt. Er hat gelogen. Naja. Das gibt einen Shitstorm. Das glaube ich auch. Wird sich nie wieder von erholen. Nee. Oh. Beton ohne Ende. Mando. Da können wir 6 Meter dicke Mauern bauen. Ja. Aber bringt nur nichts, wenn sie nur 1 Meter hoch sind. Nee, das stimmt. Die Ausdauer, wenn die nicht wäre, ne? Dann wäre das Ganze hier ein, das wär ein Kinderspiel, wäre das. Was mache ich damit denn? Essen oder was? Benutzen wir das mal. Und? Ja, aber wir spielen ja kein Minecraft, ne? Nicht. Wobei ich auch dringend nach Hause muss. Also wir müssen. Essen war, glaube ich, jetzt nicht mehr so unbedingt viel vorhanden, ne? Nee. Eigentlich müssten wir jagen. Stimmt. Eigentlich müssten wir mal jagen. Ja, und das Einzige, was du findest, ist so ein Gammelbär. Naja. Der Gegenstand muss repariert werden. Dann sagst du mir das jetzt erst? So, fertig. So. Und? So. Ich habe Frost. Ja, schneit ja auch. Kannst wohl wahrhaben. Mein Gott, die Ausdauer. Mir, ich fühle mich auch gerade nicht so gut. Ich hätte das Brot nicht essen sollen. Also Gammelbrot gefuttert? Klar, das Grüne, das Gute. Ja, hundertprozentig. Kannst von mir auch noch ein bisschen was haben. Oh, lecker. Das Flauschige, das kratzt sich nicht im Hals. Ja, das hat auch so eine gewisse Würze. Richtig, das gleitet so. So. Und meistens ist es schneller wieder da, als es verarbeitet wurde. Tja, kurios, ne? Ja, kurios. So, Freunde, hier ein bisschen was noch. Das muss ich alles mithaben. Ich will, ich will, ich will. Wie geht es uns denn gerade so ein bisschen? Wasser 48. Oh. Schlückchen. Schlückchen. Körpertemperatur Wasser. Auch lecker. So. Nun mach mal. Du willst mir nicht erzählen, dass ich immer noch durstig bin. Nö. 58. Durstig. Dann trink noch ein Schlückchen. So, jetzt aber. Ja. Ich will jetzt noch den Stein wegklopfen und dann gehe ich mal gucken, ob wir noch ein bisschen totes Tier fürs Feuer haben. Oh. Ja, das wär echt nicht schlecht. Leerer zurückgelassener Müll. Okay. Brauchen wir nicht nachgucken, ist leer. So, hier draußen ist noch viel. Das schneit wie Hölle hier. Ja, hier auch. Aber nur im Spiel, ne? Schade eigentlich. Nein, hier auch. Ach, da brauche ich auch, oder? Ja. Ach so, hier nicht, gar nicht. Ist total eklig draußen. Ist auch jetzt nicht wirklich reiner Schnee, also ist mehr Schneeregen. Ah. Also es ist echt widerlich draußen. Schade. Also hier ist es wirklich, wie gesagt, nur Regen. Nur Regen. Ach, so viel Mist hier. Doch. Hoffentlich finde ich den Weg noch nach Hause. Hunger, Durst, nass, läuft. Ein bisschen Mimimi, ja? Ja, Ausdauer auch nicht. Aha.
Und gleich sagt er mir bestimmt noch Werkzeug kaputt. Wir stapfen hier durch den Schnee. Stopf mal schneller. Alter Freund. Da ist er doch am Rumkloppen. Yep. So. Das ist ja fast zu Hause. Ne? Alles im Lot hier. Nein! Uff, mit jetzt Tür. Hüpft er auch. Der kommt gerade eben so die Treppe rauf, ne? Mein Gott, bist du schwerfällig. So, Fleisch, Schnee, Kampfanzug, Hose. Oh, das ist cool. Na, warte mal, da war noch mehr. Ja. So. Eieieiei. Wir haben aber nicht mehr so viel zu essen, ne? Haben wir noch Dosen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. 80, so. Bisschen Pfirsich in eine Birne. Oh. Zu Pfirsich passt ja bestimmt auch Thunfisch. Immer. Immer. So, zack. Oh, ich habe ja schon Leben verloren dadurch. Steinplattenblock, mach mal zack. So, und ich habe 47 Pfeile. Steinpfeile. Was sonst? Na gut. So. Da habe ich aber, glaube ich, welche in eine Kiste gelegt. Anziehen. Siehst du, nun wird mir das ein bisschen besser. Siehst du? Oh, ich werde mir, glaube ich, alles Dosenfutter reinpfeifen müssen, damit ich wieder auf 100 komme. So. Tu mal ein bisschen was in den Hals. So. Zwei kann ich auch noch kochen. 16 Uhr etwas, wir sind drinne. Ist auch nicht, ne? So, zack. Pfeile werden hergestellt. Pass mal, Pfeile hattest du gesagt, war hier noch, ne? Irgendwo sind noch ein paar, ja. 106 Pfeile und diese Stahlpfeile haben wir auch noch. So viele. Dann gut 63. Ist aber nicht viel. 100, 106, das ist natürlich jetzt nicht die, ne? Ja, nun, aber besser als nix. Das ist richtig. Koch schneller, ich hab Schmacht. Ui, ui, ui. Was macht man denn da? Und Durst habe ich auch. Ach, verdammte Tat. Hunger und Durst. Ach, nur am Maul, nur am Meckern. Ja. Ich gehe nochmal raus in die frische Luft, ne? Ja. Und? Wir sollten uns aufteilen und Tiere suchen. Genau. Tiere. Würde ich mal eher sagen grün oder gelben oder was? Wie? Genau, im gelben. Genau, ich laufe mal los. In welche Richtung? Du läufst auch da? Okay, dann lauf ich nach da. Ich hoffe mal, hier ist Tier. Gleich Knurr, wow, wow. Ja, wenn's ein Wolf-Wauwau ist, ist immer ein Fleisch drin. Na gut. So, auf jeden Fall, wenn ich flüchte, dann laufe ich bergab. Das ist schon mal gut. Vogelnest. Und? So. Mein Gott, hier ist ja so viel nix. Hallo Scheune, hast du Essen? Oh, Scheune hat bestimmt Essen. Wo bist du denn? Da hinten. Ah. Oh, nee, Scheune hat Einwohner, die man nicht essen kann. Nicht? Nee. Schlecht. Aber ich habe ein Benzinfass geklaut. geliehen. Oh Gott, was hier denn ist? Na, Freunde, wollen wir spielen oder was? Ihr seid aber nicht zu essen. Also, ist das ein bisschen doof.
da Energie zu verbrauchen. Na, hier kommt mir sowieso näher. Ich sehe das doch. Ich kenne euch doch. Sechs. Oh, zwei Eier. Juhu. Ach, ich wollte gerade sagen, da steht ein Büffel. Nein. Oh, in so einem Büffel wäre aber bestimmt das eine oder andere Kotelett drin gewesen. Bestimmt. Aber der ist irgendwie aus Stein. Also das ist ein bisschen hart. Liegt ja hart im Magen. Ja. Mag ich auch nicht so gerne. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Hat nix, ne? Ja, ist so ein bisschen einfallslos, der Geschmack, ne? So ja, einseitig. Ja, ja, so ein bisschen. Ach, ist so zäh. Ja. Chris knippt also die Zähne durch. Hopp, warte. Vogelnest. Nehmen wir doch mit. Da bücken wir uns auch mal für ein Ei. Bleib doch mal stehen, kleines Reh. Tut doch gar nicht weh. Nur einmal ganz kurz. Ich bin ganz vorsichtig mit sowas. Ich bin gut drin, sowas. Hallo Reh. Bleib doch mal stehen, Mensch. Miststück, bleib stehen! Ich sag das nur einmal. Drecksviech. Also ich habe es mindestens schon dreimal gehört. Das sind immer diese leeren Versprechungen, ne? Hallo Dicker. Da wirst du wohl nicht reinrennen, ne? Bist du Lebensmüde? Bleib stehen, du. Ich finde der Vogelnester jetzt so an sich nicht schlecht. Aber wenn du auf der Suche nach Essen bist, ist das nicht? Würde ich doch lieber Essen finden anstatt Vogelnester. Nein! Steinmunition, okay. Nehmen wir doch mit. Und bitten Fleisch. 19. Naja. Haben oder nicht haben? Richtig. Da ist er, der Scheune. Mhm. Tja. So eine Horde Wildschweine wäre erstmal super. Eine ganze Horde, ja. Ja, einfach mit der Schrotze reinhalten, ne? So. Wo seid's denn ihr Leckerlis? Hm? Leeres Vogelnest. Ich war schon mal hier. Oh, noch ein Vogelnest. Auch schon leer. Hm? Das ist wie auch leer. Rennst du vielleicht eventuell Richtung Osten? Also das heißt mir hinterher? Nordwesten. Okay, dann nicht. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die kleinen Leckerschmecker. Dumm-di-dumm. Ich sehe nicht. Ist schon wieder 19 Uhr. Ne? Oh Mann, die Zeit läuft dann doch für die Füße weg. Ja. Hier ist aber auch nicht ein einziges Wildtier. Noch nicht mal böse Wildtiere. Nee, nix. Mit denen ich mich ja durchaus auch anlegen würde. Noch nicht mal so ein fetter Regenwurm. Nix. Ich glaube, das ist auch nicht euer Ernst. Von was haben wir denn Leben hier? Blei. Oh, ich habe hier den dicken Bunker gefunden. Der, wo der Eingang durch den Brunnen geht. Oh, cool. Da liegt bestimmt massenhaft Fleisch rum. Ja, aber ich glaube, durch die 5000er Tür werde ich jetzt alleine so schnell nicht durchkommen. Nee, ist eher so ein Ding für nach der Horde vielleicht. Ja. Vielleicht. Ja.
Ja, ein Zombie, das ist egal. Zombies sind ja massenhaft. Wildtiere brauchen wir. Was Wildes. Und noch mehr. Ich sehe keinen. Also einen Hunter werde ich nicht. Ich würde ja auch Dosenfutter akzeptieren zur Not. Da ist ein Karnickel. Boah. Ja, das ist doch gar nicht. Eine Schmerztablette habe ich gefunden. Oh, siehst du, teil die auf gleich. Ob die satt macht? Teil die auf für uns beide, 7 Tage. Läuft bestimmt. Das gibt's doch gar nicht. Also das. Ich finde hier nichts. Hier ist kein Stück Wild. Naja, du hast ja immerhin schon eins gesehen. Ja, gut, aber. Ich laufe mal lieber wieder zurück. Oh, noch eine Schmerztablette. Wir können schon 2 Wochen aushalten. Na, das ist ja. Ich habe ein Ei gefunden. Juhu! Wenn wir ordentlich dann rubbeln, kommen wir vielleicht einen Huhn raus. Ich bezweifle das irgendwie. Oh, die Krankenschwester. Eine kranke Schwester. Oha. Komm, tu nicht so. Ich hab dich getroffen. Ich hab ja gesagt, das muss man mal alles doppelt sagen, ne? Nochmal. Einmal getroffen und jetzt umfallen. Achtung, jetzt. Oh, muss auch stillhalten. Ich hab doch gesagt, stillhalten. Ich hab so das Gefühl, die hört nicht auf dich. Nee. Das klappt nicht so. Aber du näherst dich mir. Ich kriege auf einmal wieder EP. Und die ist umgeplumpst. Einfach so. Naja, vielleicht war sie müde. Höchstwahrscheinlich. Hallo? Und hier jemand? Na super, in der ganzen Hütte 2 Stühle und ein leerer Kühlschrank. Warum hacke ich denn die Tür auf? Oh, hallo Zombie. Ja, ich weiß, der Dicke läuft da auch irgendwo rum, der ganzen Mobbelige. Aber da kannst du ja Munition reinpumpen, ne? Ja. Der ist ja viel zu faul zum Umfallen. So, jetzt fehlt uns natürlich jetzt nochmal ein richtiges Reh, ne? Oha. Ich glaube, ich bin in der Todesfalle. Oh, Level up. Level 9. Glückwunsch. Danke. Doch nicht für. Wie weit habe ich denn noch? Oh, nicht mehr weit. Oh, ich habe Farbe zu deinem Pinsel gefunden. 2900 habe ich noch. Okay. Ja. Nicht einbrechen, Boden. Oh, da ist noch ein Sack. Ach, hier noch. Ich finde so viele Federn gerade. Ist ja allerliebst, aber ich glaube, dann haben wir zu wenig Holz, ne? Ist ja schon kommen. Irgendwas mangelt denn wieder. Ja, Stein oder Holz wahrscheinlich. Ich fürchte. Es wird mächtig dunkel. Ja, es wird schon spät. Ah. Geht's hier denn? Ne, hier geht's nicht nach unten. Wo wohne ich denn? Da.
21.10 Uhr. Ja, ich weiß. Ich muss mich auf die Socken machen. Nochmal eben schnell Mülleimer durchwühlen. Federn habe ich, glaube ich, schon wieder mehr, als wir jemals verwenden. Was habe ich jetzt hier? 193. Ich gucke erst zu Hause. Komm schon. Beim überladenen Rennen ist es meist sinnvoller, Zeit zu sparen. Oh Gott, die ist ganz grün. Ja, die ist schon schimmelig. Oh, hallo Kirche. Du warst näher als gedacht. Mhm. So. Wo ist das unser Heim? Ich glaube ja, ne? Ja. Das ist gut. Siehst du, die hatten keinen Bock mehr, mir hinterher zu laufen. Oder ich war so schnell, ich habe die abgehängt. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich habe auch so einen ganz leichten Feuerschein gesehen, wie du da gerannt bist. Ganz genau. So, Tür zu, nicht? Schön rein ins Warme. Oh, läuft. Ja, ne? So. Ganze Tasche voll Krams. So viel Gehörgang, was man nicht braucht. So. Die Eier da rein. Mach Pfeile. So. Ja. Ein paar Pfeile kann ich auch noch machen und dann ist aber auch Ende im Gelände. Oh. Ja, ich habe jetzt 151 angeschmissen und ich brauche knapp 60 davon. Das packe ich dann in eine Kiste. Also, wir sollten auf jeden Fall langsam einen guten Pfeilvorrat zusammen haben. Ja, wir müssen echt mal zusehen, dass wir das hinkriegen, ja. Da sind noch 63 Steine, fehlen mir noch irgendwie, verfluchte Axt. Hier. Oh, so viele. Dammig. Ja, Hälfte, Hälfte, ne? Na. No. Der cheatet doch. Wo hat er die ganzen Steine her? Ich geh mal kurz hinter den Altar, nicht gucken. Aha. Der will doch da jetzt nicht pinkeln, oder? Sowas macht man nicht. Nee. Gottes Willen. So, pass mal auf, was haben wir jetzt hier? Pfeile haben wir genug. Das ist nicht mehr. Wasser haben wir gar nicht mehr, ne? Warte mal, haben wir noch Schnee? Schnee, oh ja, Schnee haben wir noch. Super. Haben wir noch Gläser drin? Geil. Oh, ich habe so viel Wasser. Wohin mit dem ganzen Wasser? So, Rezepte, Flasche Wasser. Flasche Wasser, so, zack. Mach mal 13 Stück. Ach so, warte mal. Wieso geht das nicht? Ach, jetzt geht's. Was ist denn das? Na gut. So. Wie sieht das mit Essen aus? Ein Freund. Trinken. Sodele. Sodele. So. Siehste, das haben wir auch weg. Super. Bist schön am Essen kochen?
am Essen kochen? Ja, du hast doch ein Reh erlegt, oder nicht? Ja, ja, bin ich. Gut. Läuft alles, ne? Ja, ja. Dumm. Hat auch nicht gerade erst angefangen zu laufen, ne? Läuft schon die ganze Zeit. Richtig, richtig. Weißt du, das Wasser muss ja auch fertig werden. Ne? Ja. Wir können ja nicht alles auf mal. Alles gleichzeitig funktioniert normal nicht. Nee. Und du musst ja das Wasser erst abkochen, ne? Weil du brauchst ja ein bisschen Feuchtigkeit beim Fleisch anbraten, ne? Sonst wird das zu trocken. Richtig. Fett haben wir ja nicht so viel. Richtig. Das brauchen wir für die Fackeln. Richtig. Ja, das macht schon alles Sinn. Also das ist schon... Ja, richtig. Wir legen uns da schon so zurecht, wie wir es brauchen. Kann das sein? Klar. So, das brauchen wir nicht. Warte mal, so. Die Pflanzenfasern brauchen auch kein Mensch, ne? Lecker Bacon and Eggs. Ja, ja, so. Siehste. Und hier eine Bandage um die Birne. Irgendwo habe ich mir den Kopf gestoßen. Irgendwo Scheinbar. Hast du den Kopf gestoßen? Ja. Okay. Ja, war so eine kleine Beule, also hier so. Nicht schlimm, also ich würde mal so sagen, so 2 Punkte Schaden oder so. Echt jetzt? Ja. Mach oh, du auch? Ja, ja. Ich bin so gestolpert, weißt du? Und dann ja, ist mir der Schnürsenkel aufgegangen. Und beim Zumachen habe ich mir so zu doll gezogen. Ach so, okay, so da hast du dir das Blut abgeschnürt. Ja, so eine Scheuerwunde, weißt du? Naja, ah, die tun weh, die tun richtig weh, tun die. Das zieht unheimlich. Ja. Du kannst dir lieber am Bein brechen, das ist nicht so schlimm wie das. Ja, eben. So, ich würde mal sagen, Freunde, wir sagen mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch nächstes Mal wieder rein bei 7 Days to Die. Mit dem Zoobarock und dem Koa. Bis dann und tschüssi. Ciao, ciao. Mann, Mann, Mann. Soll mal einer sagen, wir haben keinen Spaß. Ja.